Das ist ein weiser Ratschlag. Ich weiß schon, was ich tue. Wer kommandiert diese Einheit? Jorgen, ich habe es verstanden. Okay, ich bin ja schon ruhig. Ihr werdet euch sicher gut schlagen. Immerhin habt ihr uns schon weit gebracht. Boah, kann er auch endlich mal die Fresse halten? Der ist nur am Meckern. Mecker, 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 mecker. Ich weiß schon, was ich tue. Das sagt unser Charakter genau richtig. Vielleicht weiß ich nicht komplett, was ich tue, aber doch hier. Flugkommandant Rudin, ich habe alles über den Chaos-Trupp gehört und es ist mir eine Ehre. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Die imperiale Armada hat Besitztümer der Republik angegriffen, um uns dazu zu bringen, den Vertrag von Coruscant zu brechen. Die Imperialen werden scheitern. Der Vertrag von Coruscant? Brech doch den Vertrag. Die Republik ist zu stark, um sich damit aus der Reserve locken zu lassen. Wir treffen bereits Vorkehrungen, um das sicherzustellen. Flottenadmiral Numin hat die Gründung der Coruscant Aegis autorisiert. Eine Elite-Angriffsstaffel, die imperiale Offensive leise und schnell brechen soll. Wenn ihr interessiert seid, ihr werdet mehr als qualifiziert, euch der Staffel anzuschließen. Tut mir leid, habe ich was getrunken. Ich akzeptiere, nur wenn ich das Kommando habe, das sollte ich wohl. Es wäre mir eine Ehre, mit der Coruscant Aegis zu fliegen. Ich bin froh, das zu hören. Euer Codename wird Meteor sein. Ein guter Name für ein Mitglied des Chaos-Trupps. Jedes Mitglied der Coruscant Aegis wird unabhängig von den anderen überall in der Galaxis zuschlagen. Ich werde die Missionsdaten an euer Schiff übertragen. Bringt die imperiale Bedrohung zum Schweigen und schützt die Republik. Sicher, sicher. Das machen wir doch. Gut, Raumkampf, was machen wir denn? Fondo-Eskorte, okay. Machen wir erstmal die Fondo-Eskorte, erstmal eins nach dem anderen. Da. Genau. Beliebig. Wir haben einen dringenden Notruf aus dem Fondo-System abgefangen. Alles klar. Wir lesen das jetzt nicht komplett. Aber einen Raumkampf wollte ich mal machen. Später können wir auch mehr machen, aber erstmal einer sollte reichen. Damit ihr wisst, wie das aussieht in etwa, wie das funktioniert. Raketen habe ich 20, okay. Ja, wir fliegen halt mit dem Raumschiff hier rum. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier machen müssen gerade. Geleite eine Fährensicherheit, okay. Die Fähre müssen wir schützen. Dann machen wir das doch mal. Und wir müssen versuchen, diese ganzen Bonusaufgaben hier zu machen. Achso, das war ein Gegner. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Gucken wir das mal, bitte. Ja. Da ginge natürlich noch viel mehr. Aber... machen wir die mal so platt. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Raketen mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich da kämpfen soll ohne Raketen. Und dieses Laser-Piu-Piu hilft mir auch nicht weiter. In der Weltall ist eigentlich kein Sound zu hören. Aber naja. Gut gemacht. Komm hier. Du bist kein Gegner für uns. Ey, nicht auf mich schießen. Komm, ihr dürft auch sterben. Sozusagen. Kommt ihr auch?
Lieber die Raumjäger, die kriegen wir für eine Bonus-Mission. Brauchen wir die? Wir haben es geschafft. Ja, okay. Die Bonus-Mission auch. Ein bisschen EP gibt das, ja. Also kann man das auch mal machen. Oder zeigen, wie das ist. Ganz wollte ich halt euch mal zeigen. Was habe ich hiermit getan? Mal schauen, ob wir uns damit befassen werden. Erstmal würde ich gerne mit der Story weitermachen. Mit der normalen Story. Und ihr geht erstmal baden. Hui. Hui. Sagt, ihr geht baden. Noch 15 Sekunden. Komm, das schaffen wir. Wir scheinen in Sicherheit zu sein. Ja, und der war im Qualm. Also haben wir es noch gerade so geschafft. Und es gibt was? Schiffsausrüstung, Flottenauszeichnung und XP. Verstärkung. Und 13k EP oder 14k sogar. Theoretisch. Praktisch. Wie auch immer. Ja, das war die erste Flottenmission. Wir werden nach und nach alle machen, aber ja, muss ja nicht immer sein. Okay. Gut. Dann, wo haben wir unsere Schiffsausrüstung bekommen? Da. Könnte ich nochmal meine Schiffsausrüstung anzeigen lassen? Da. Oh. Wir haben verschiedene. Ach ne, das ist das PvP, genau. Gibt ein neues PvP mit dem, das habe ich noch nie gemacht. Werde ich aber dann auch noch zeigen. Wir werden auch das PvP, das normale zeigen. Ja, und die ganzen Indies werde ich auch noch zeigen. Aber eins nach dem anderen. Wir kommen im Hangar des Galaktischen. Ja, okay. Passt schon. Ne, das war das nicht. Hier war das, glaube ich. Oder wo war denn das Schiff? Inventar. Müsste doch hier irgendwo sein. Also nicht das Schiff Inventar, sondern... Nun egal. Machen wir mit der Story weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Was sollte ich machen? Einfach nur nach Port Ruga reisen? Port Raga, Ruga. Wie komme ich denn auf Ruga? Sollte ich schon lesen, was da steht. Port Raga. Port Raga ist ein abgelegenes Handels- und Tankstation, auf der Geschäfte aller Art gemacht werden. Ob legal oder nicht, zurzeit scheinen hier viel weniger Schiffe zu verkehren als üblich. Gut, auf Port Raga war ich nicht, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist einfach nur ein Storygebiet. Der Ausgang ist hier. Du musst aber nochmal eine Mission. Okay. Der Ausgang, der ist... hier. Komm schon, das schneller. Lade, wie du noch nie zuvor geladen hast. Lade! Lademarmelade, was? Kleiner, okay. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Doch, damit willst du sagen, dass es schlecht ist. Hallo, Sergeant.
Wenn das nicht meine Lieblingswaffenschwester ist. Schön, euch wiederzusehen, Lieutenant. Hoffentlich seid ihr bereit, loszulegen. Für diese Aufgabe hier seid ihr geradezu prädestiniert. Situationsbericht. Ich mag Herausforderungen. Zeigt etwas Respekt. Was haben wir hier, Sergeant? Bald eine Menge Spaß. Das haben wir hier. Also, Port Raga ist in Privatbesitz und offiziell neutral. Aber der Geist und ihre Freunde ziehen hinter den Kulissen die Fäden. Meine Jungs und ich haben es geschafft, die Sensoren zu manipulieren, damit ihr unauffällig landen könnt. Aber sobald ihr den Fuß aus diesem Hangar setzt, geht die Party los. Irgendwas Neues über den Senator? Was ist mit den Gegnern? Ich hatte mehr von euch erwartet. Wie viele Feinde gibt es denn? Wir konnten sie nicht richtig zählen, ohne aufzufliegen. Irgendwo zwischen viele und jede Menge. Es sind alles Imperiale. Der Geist hat Krasul am anderen Ende der Station in einen Hangar gesperrt. Der wird schwer bewacht und außerdem gibt es da Sprengstoff. Nicht genug, um die ganze Station hochzujagen, aber es reicht, um jedem den Tag zu vermiesen, der sich im Hangar befindet, wenn es knallt. Seht euch vor da drin. Ich verstehe. Gebt ihr uns Rückendeckung? Ich brauche keine Ratschläge. Danke für den Bericht, Sergeant. Keine Ursache. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir unseren Senator da rausholen. Meint ihr nicht auch? Gehen wir es an. Macht euch auf etwas auf was gefasst. Ich würde sagen, das liegt nicht an euch. Chaos-Trupp, los geht's! Endlich. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Lieutenant. Viel Glück. Kein Problem. Kein Problem. Die Leute hier geben mir aber tierisch auf die Nüsse. Es gibt immer sehr viel zu kommen. Sie sollen mich ja in Ruhe lassen, wenn ich am Aufnehmen bin. Ihr hört euer wahnsinnig von. Einfach mal alles lahmlegen hier. Das habt ihr wahrscheinlich gehört, aber ist ja nur Gewitter. Manche stellen sich echt an wegen ein bisschen Gewitter. Wie so kleine Babys. Oh nein, Gewitter, wir werden alle sterben. Nein. Kleine Kinder hier. Naja. 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 Was soll ich machen? Ich kann nichts machen dagegen. Gestört zu werden. Oh, du hast dich geheilt. Das ist aber nicht nett. Nur ich darf das. Mich heilen lassen. Wir sind gerade auch der einzigste Person in Port Riga. Finde ich interessant. Ja gut, wenn man da nur für die Story einmal hinkommt. Würde ja sonst heißen müssen, dass da einer ist. Der genau das macht, was wir machen. So viele spielen ist ja gar nicht mehr, glaube ich. Finde, wird die dunkle Seite stärker. Dunkle Seite wird stärker. Kurz davor zu gewinnen. Nicht sehr nett. Bam. Komm. Doppelte Explosion. Ist doch nicht schädlich. Hier zählten alle als Gegner, okay. Ich meine, ich muss das nicht machen, aber... Oh gut, dann machen wir es auch nicht. Wenn es nicht sein muss. Wenn es nicht sein muss. Dann muss es nicht sein. Naja, komm, stirb jetzt einfach. Ich gebe aber wirklich gerade immer noch auf die Nerven. Dass sie nicht verstehen, dass wenn man aufnimmt, dass man seine Ruhe haben will. Sie haben das irgendwelche
die coollosen Menschen hier. Ein bisschen Intelligenz werden die ja wohl haben. Ich will mal meine Familie nicht beleidigen, aber... Einen habe ich noch erwischt damit. Einer ist besser als keiner. Ach, den habe ich gar nicht geschickt. Ja, dann mach das doch. Dann mach das auch schneller hier. Das sollte reichen. Schon noch jemanden anvisieren. Und tot. Alle tot. Vorsicht, da sind überall Bomben. Ich seh's. Das waren zum Beispiel Bomben. Ja, eigentlich war es ein Fass. Eigentlich war es ein Fass. Hat er mich eiskalt unterbrochen? Gut, ich glaube, das war's. Wer zum... Oh, ihr. Ich hätte wissen müssen, dass Gaza versucht, dass alles in ihrer lustigen kleinen Familie bleibt. Jetzt steht da nicht nur rum. Ihr wisst, wie man Bomben entschärft, oder? Der Geist sagte, dass sie explodieren würden, wenn ich den Raum verlasse. Sie hat auch eine Fernzündung, also beeilt euch. Bleibt ruhig. Was will der Geist erreichen? Es ist schön, euch zu sehen. Keine Sorge, Sir. Ich hole euch heraus. Ich bin kein Kind, das beruhigt werden muss, Lieutenant. Diese Verräterin wollte mich zwingen, eine Erklärung zu verlesen, dass der Senat den Chaos-Trupp auf Ando Prime offiziell aufgegeben hat. Sie wollte eure Aussage aufnehmen? Und warum habt ihr es getan? Macht ihr Witze? Wisst ihr, was sie mit dieser Aufzeichnung vorhatte? Ist das nicht offensichtlich? Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde? Der Senat wäre einer Feuersbrunst ausgesetzt. Unsere gesamte Urteilskraft würde in Frage gestellt. Und General Garza und die Sondereinheiten kämen als Erste auf den Scheiterhaufen. Niemals. Das ist nicht fair, interessiert mich nicht. Das wird nicht passieren. Eine kluge Entscheidung. Ich gebe zu. Ich würde gerne das Gesicht dieser Verräterin sehen, wenn all ihre Bomben auf einmal deaktiviert werden. Es wäre unbezahlbar zu sehen, wie sie sich feige aus dem Staub macht, wenn sie sich ihres Versagens bewusst wird. Sie wird davon erfahren. Soll sie ruhig fliehen, dann hört endlich auf zu reden. Seid ruhig und lasst mich meine Arbeit tun, Sir. Bitte seid vorsichtig oder wir werden beide sterben. Nur am Labern. Die Bombe ist mit mehreren Auslösern bestückt. Eine Gewichtssensor auf dem Stuhl des Senators, eine Antenne zur Fernzündung und einen Heißgasschalter. Jeder der Auslöser kann die Bombe zünden und alle scheinen gegen Manipulation gesichert zu sein. Falls ich jedoch mittels der Raumatmosphärenstörung ein temporäres Vakuum erzeugen ließe, würde der Gasschalter vielleicht versagen, ohne die Bombe zu zünden. Blub, 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 blub. Die Kammer ist nun versiegelt. Dann wollen wir doch mal. Feuerknoten, das wollte ich doch gar nicht.
Ich wollte keine Edelsteine, ich wollte Tresorkisten. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Hat er es mir schon gebracht? Okay. Da war wieder so ein billiger Stiefel drin. Okay, dann werde ich keine mehr holen. Mhm. Trenne die Verbindung des Fernzünders. Machen wir das doch mal. Wir haben Bestnoten. Trenne die Verbindung des Drucksensors. Alles klar. Okay. Sind wir jetzt in Sicherheit? Sind alle Bomben deaktiviert? Ja, Sir. Mehr oder weniger. Probiert es aus. Wir können gehen, Senator. Gut.